Junge, 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 Mensch, Hans Ditter, was hast denn da wieder an Land gezogen, hä? Ja, 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 ja. Da ist mir, eigentlich wollte ich auf Aal gehen, ne, mit Wurm und Mais vorne an der 326er Spindel, du, ne, und auf einmal hatte ich da einen Frachter an der Angel, du, ja. Du bist doch völlig bescheuert, du, kriegen wir doch niemals kleines Ding. Mal, wenn wir hier runterhüpfen, du, kann man doch sterben eigentlich? Nee, klar, weißt du, wir haben ja so viel Plastik im Blut, wir sind ja aus Gummi quasi. Ja. Das ist schön mit anzusehen. So, ich fange mal oben an, oder was, ne? Ja, das kriegen wir doch niemals hin, du Hans Ditter. Jetzt mal ganz im Ernst. Jetzt mal, ne, unter zwei Lütten. Das kriegt man doch niemals hin. Unter uns zwei Lüttengesichter, ne. Der ist doch geisteskrank. Das ist doch... Das ist doch Lottek. Das kriegst du doch gar nicht kaputt, das Ding. Musst du erstmal hier alles von oben rausreißen. Es ist ja Wahnsinn. Das ist ja, da drehst du durch, ne? Ja, guck mal da rein, das ist alles voll mit Chemie und so im Zeug. Ich kann doch nicht mal mehr schleifen hier, du. Nö, ich auch nicht. Wieso nicht? Oh, keine Ahnung. Irgendwie, das ist einfach zu wild gewesen. Ich habe jetzt erstmal den Pan-Kobold da unten gefüttert. Den alten da. Den alten Panio. Die Leute haben gemeint, ne, ihr müsst, weil hier... 2 Euro. Ja, 2 Euro. Kriegst für ein Video 2 Euro, ne? Ja, hab ich gesagt, ja, kann man auch mal drüber reden, ne? Boah, ich hab eben eigentlich noch ganz normal gesprochen. Turn Steam Hazard for the first time, was? Ja, ich hab hier so ein Gauss-Ding, hab ich gerade mal ausgestellt. Damit hier nicht alles explodiert. Ja, bei mir ist aber abgestürzt jetzt hier. Ach, Quark. Ja, also ich... Oh, sicher, musst du wieder rein, aber ganz schnell. Ja, restacken muss ich. Wahrscheinlich, hoffentlich. Ja, weiß ich nicht. Ich hab hier mal das Gas weggehauen. Mein Hammer ist auf einmal Schleifmaschine oder so. Ja, was ist denn da los? Ja, der Wunderhammer 3000. Bannini. Ja, der kann ja alles. Also hier Kane, dieser Rapper, Bannini und Zerdrack. Zerdrack will den goldenen Kompass, ne? Den dürfen wir nicht verlieren. Ich weiß nicht, wo der ist. Keine Ahnung, hab ich auch nicht, noch nicht gesehen. Ja, ich bin gerade hier in der Steuerhütte und da habe ich alles rausgerissen. Ja, der will da seinen Kutter navigieren, wenn er durch Narnia fährt, ne? Der Jorna hat gemeint. Durch Narnia fahren, du, das ist der Brust. Dass der heute durch Narnia irgendwie fährt. Der wollte Narnia anlegen da, bei Chippity Kickig oder wie der heißt. Da, der mit den Ziegenbeinen da. Da ist doch der mit den Ziegenbeinen ansässig, oder nicht? Oh, der mit den Ziegenbeinen, du. Ja. Der immer die Panflöte gespielt hat. Fips, man muss nüssen. Es war doch hier der James McGregor, oder wie der hieß. Ja. James McGregor hier, der hat doch für Tuck gearbeitet, hat er. Können wir nicht einfach aufhören? Der war damals Tuckhändler. Tuckhändler, oh Mann. Oh, guck mal, halt geschafft schon das Schiff. Ja. War schon fast durch. Alter, ist das hier? Ne? Das Ding hier wird, würde dich in Wahnsinn treiben. Also ich glaube, danach kannst du dich eigentlich einliefern lassen. Oh, kannst du jetzt schon? Also wenn du gehst jetzt zu so einer Tagesklinik hin und dann sagen die, ja, zeigen sie doch mal, was sie auf der Arbeit so machen. Und dann gucken die, oh, ja, okay. Tut mir leid, aber wir können sie nicht mehr nach... Ja. Warum haben sie denn so lange gewartet? Da müssen wir den Doktor anrufen. Aber es sind doch schon alle Doktoren hier. Nein, den Doktor. Aber er ist doch schon seit Jahren im Ruhestand. Aber er ist der Einzige, der das hier heilen kann. Wie kriegt man denn hier die Treppe weg? Naja, unten schweißen und dann... Oh, musst du auch noch jedes Geländer wegmachen, oder was? Aber hier ist, glaube ich, viel mit dem Gerät, ne? Hier oben auf jeden Fall. Ah, hier so ein Nippel. So. Ja, wir sind ja schon fast durch. Wir sind ja schon fast durch. Wo habe ich denn eigentlich das Ding hingestellt? Da, so. Viel fehlt nimmer. Der will Gastanks, ne? Ja. Aber guck mal, kein Mensch setzt sich doch hin und sagt, oh, heute mache ich das da. Na doch. Das macht doch niemand.
Ach komm. Ich habe letztens noch überlegt, ob ich am Wochenende mit Kumpels einfach ein bisschen zock. Du wolltest das Ding jetzt zerlegen, einfach so aus Spaß. Ja, gut, die sind ja alle noch nicht so weit, ne? Aber du hast ja schon die Ultra-Werkzeuge. Du bist ja wirklich schon ausstaffiert wie der Kaiser. Ja, aber wenn jetzt ein anderer einen Server aufmacht, dann glaube ich nimmer, ne? Weiß ich nicht. Aber es ist auch mal schön, hier mit der Flex ein bisschen zu arbeiten, ne? Das ist mal was Neues, ne? Nicht nur immer hämmern und hämmern und hämmern. Ne, das geht irgendwie nicht, ne? Oh, hier. Musst du draufhauen. Schon rein. Oh, guck mal, ich glaube, wir kriegen relativ gut das hier schon mal weg. Naja, weil wir auch, oh, mein Hammer ist unsichtbar. Weil wir mit System arbeiten, ne? Ja, weil wir auch mal zusammen hier rangehen an die Nuss, ne? Deswegen Doppelnusskammer. Ja, bei dem anderen kam es einem auch dann teilweise länger vor, weil du ja riesige Abschnitte dann alleine gemacht hast, so, weil du dann ja rüberrennst. Ne, wenn du jetzt hier zu zweit schön drauf rumhämmerst. Das ist Arbeitsteilung, nennt man das. Dann kommt es dir jetzt hier so ein bisschen schneller vor, weil du natürlich auch schneller vorankommst. Jetzt ist hier die ganze Front. Auch nur alles Kunststoff hier. Keine Qualität mehr. Früher hat es auch Qualität gehabt. Ja, damals. Aber gut, Butnahi und so, ne, die haben ja auch neue Kransysteme entwickelt. Butna Boys. Aber Moment, die hier, sammeln wir die ein oder müssen wir die abholen lassen, die großen? Welche großen? Naja, hier zum, ja, oder hier den Scheinwerfer hier zum Beispiel. Nee, da schlägst du einmal dagegen. Sieg los. Ah, hast du einmal so dagegen und bam. Ah ja, okay. Aber die brauchen wir, glaube ich, für eine Quest, oder? Weiß ich jetzt nicht so genau. Ja, aber so ist die Challenge auch ein bisschen da, ne? So. Ja, klar, das ist Challenge. Und den kann man auch so abheben, gut. Na, unter uns ist irgendwo, habe ich gesehen, gefragt. Ja. Hast du das eigentlich auch, dass du ab und zu so nach hinten über die Schulter guckst, ob jemand im Raum reingekommen ist? Ich wohne allein, also... Ich auch, aber ich habe trotzdem immer dieses... Wenn ich so die Kopfhörer auf habe und so, dann muss ich irgendwie ab und zu muss ich so nach hinten über die Schulter gucken, weißt du? Oh, ich leide unter Verfolgungswahn. Ja, wahrscheinlich. Das ist eine Nebenwirkung vom Job hier. Ich denke mal, der Butner ist hinter mir. Und gibt mir einen feuchten Medihingi. Der hat mir einen feuchten Fulufungu gegeben. Einen alten Pilzfinger. Einen alten Fulufungu. Fulufungi. Ein alter Cthulhu-Finger ist das. Cthulhu-Finger. Einen alten Goldfinger hat er mir reingedrückt. Goldstinker. Goldstinker. Hat mir einen Goldstinker verpasst in eine Sauna, du. Oh, flötschend weg. Oh, mein Film nachgedreht. Das hier kann ich gar nicht wegkloppen. Will auch gar nicht. Vielleicht weil Leiter noch dran ist von außen hier. Jetzt will er's. Jetzt haut das weg. Ruckizucki, du. Ruckzuck, ey, das war auch eine Sendung, ey. War früher so ein Family-Ding, alle haben zugesehen, ja. Ne? So ruckzuck wurde geguckt irgendwie. Formel 1 auch. Ja, komisch, ne? Ja, aber ich heute noch, sagen es einige Leute. Ja, ne, mein Onkel, der ist da auch immer noch voll drin in Formel 1, so, der steht da übelst drauf. Naja, eigentlich so die Reihenfolge wäre ja jetzt für mich, als leidenschaftlicher Autofahrer und Influencer in seinem letzten Zyklus des Erfolges, eigentlich in Rennsport zu wechseln. Ja. Machen die meisten Boxen. Dann, wenn du oder, oder Boxen, ja, Rennsport oder Boxen. Oh, mit dem Tyson in den Ring gehen, ne? Hat gerade ausverkauft. Naja, wenn ihm 20 Millionen zahlst, dann verliert er auch gegen dich. Das wäre es mir wert. Der war so rigged, der Kampf. Kannst du mir erzählen, was du willst? Ja, das geht. Ich habe jetzt Aufnahmen gesehen. Ja.
wo man auch sieht, dass der eigentlich voll durchziehen könnte. Ja, ja, so oft. Der hätte so oft, Alter, hätte dem den Glockenschlag des Todes verpassen können, Alter. Aber dann hält er sich irgendwie wieder zurück. Ja, ja, aber er zieht nochmal weg. So, nee, nee, kann ich ihm jetzt nicht antun, dem armen Kind, Alter. Aber ey, ich kann es ihm auch nicht verwehren. Also meine Güte, ey, weißt du, er geht jetzt, er kann jetzt in Ruhestand mit nochmal ordentlich dicken Geldkoffer. Meine Fresse, warum ich mein, nicht? 20 Millionen waren ja nur die Netflix-Gage. Die ganzen... Ja, was Jake ihm so noch gezahlt hat, die Sponsor-Dinger und so. Da ist also noch deutlich mehr dran. Ja, ja, klar. Sei ihm gegönnt, ey. Kann er jetzt schön in Ruhestand gehen? Meine Güte, Alter, der hat viel durchgemacht, der Mann, ne? Oh, alte Frauenschläger, ne? Ja, gut, das weiß ich nicht. Hat er das getan? Ja, hat er. Na gut, aber er hat auch eine 4-jährige Tochter verloren, ne? Ja, aber... Er ist psychisch eh am Ende und hat viele Schläge gegen den Kopf gekriegt. Guck dir die ganzen Wrestler an, die kaputten. Boah, die sind richtig kaputt. Aber das ist ja kein echter Sport. Das muss man immer bedenken. Das ist kein echter Sport, kriege ich dann immer gesagt. Das könnte ich auch. Ja, ja, genau. Mach mal. Mach mal. Das will ich sehen. Einmal 20 Minuten, Alter. Das können die wenigsten. Das ist so anstrengend. Das ist Top-Niveau-Sport, ist das. Das ist richtig hardcore. Wrestling ist richtig hardcore. Ja, na klar. Richtig hohes Verletzungsrisiko. Extrem hohes. Ja. Dass die sich alles kaputt machen. Klar, Alter. Und guck dir allein diese Moves an, die die machen und so. Also Wrestling ist, und das ist so anstrengend. Klar, es ist eine Choreo am Ende des Tages irgendwie, ne? Aber trotzdem, mach das erstmal. Ne, da wird Ballett ist auch eine Choreo und da sagt keiner, Ballett ist nicht echt. Jeder Profifußballer wird beim Wrestling nach 5 Minuten im Ring abkacken. Wrestling ist Hardcore-Kram. Ja. Sports Entertainment. Ah Mann, Ronnie Roddy Piper. War ein cooler Dude. Damals in den 90ern, 80ern so waren die, das waren einfach die coolsten, die sind auch Legenden geworden, für immer und ewig. Na ja, gut, Ultimate die meisten. Warrior und so. Ja, ja, gut, das sind ja auch alles Hall of Famer und so. Auch später noch, ich meine auch so diese Booker-T-Zeiten nachher noch und so fand ich auch noch ziemlich geil eigentlich. Ja, klar, klar, es gab auch später noch cooler. Dieses ganze NWO-Ding und sowas später noch und das war schon, ich fand das cool, ich finde es heute auch noch cool, aber so heute gucke ich viel AEW ein bisschen, gucke ich ab und zu mal rein. Oh Mann, wieso hat er jetzt den Hammer rausgeholt? Ich wollte nicht Hammer raus. Oh Mann, ich muss wieder, ich kann wieder nicht wechseln. Ja, wenn er das patcht, schaue ich nie. Ja, es ist schwierig für ihn, ne? Also ich meine, klar, ich kann verstehen, dass bei den tausend Sachen, die da immer wieder neu irgendwie, weil überleg mal, du musst ja dann als Host auch, also dieser Netcode, der, du musst ja die ganze Zeit daran arbeiten, welche Teile sind gerade da und welche nicht. Oder naja, ne? Klar, das ist krass. Ey, da ist ja eine Truhe daneben gefallen, du, sehe ich ja jetzt erst hier. Und der Klepper hat ja mal nicht weggeräumt, das Ding. Da kannst du aber hinterher Müll sortieren. Das ganze Schiff und dann in einem LKW so. Ja, was in einem LKW. Die ganzen 500.000 Tonnen in einem LKW. Ist aber auch der beste indische LKW, den wir haben. Das ist also, da MAN ist da schon am Handeln, du. Die wollen auch so einen. Elektrisch betrieben, aber. Ja, der wird ja auch nicht mit Benzin. Wow, 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 wow. Ja. Da war noch irgendwo Saft auf der Pille. Oh nein, ist jetzt die Ladung dabei? Ah ne, die steht noch, Gott sei Dank. Vorsicht, Vorsicht, hier unten ist auch Strom. Na gut, aber der macht ja deine Ladung nicht kaputt, der Strom, oder? Nee, aber wenn da was explodiert, haut das alles weg. Ja gut, ist ja eine Etage tiefer geplumpst. Wieso das? Weil da etwas explodiert ist? Ja, oder? Da ist was explodiert, aber irgendwo noch Gas drauf. Oh mein Gott, es geht noch weiter runter. Jetzt schließt alles ein. Mann, hier alles kaputt, dann geh halt runter gucken, wo der Strom ist. Das ist nicht der Strom, das ist irgendwo ein Gasding. Ja, das kann man auch abdrehen. Ich dachte, ich hätte es. Keine Ahnung, wo die ganzen Gasdinger sind.
Oh, jetzt habe ich wenigstens eine schöne Aussicht. Oh! Mach hier ordentlich die Geländer weg, du. Ja, mach weg. Alter, ich lang hier einmal rein in dieses Loch, wo ich reingestürzt bin, wo überall Teile ohne Ende sind und direkt instant voll. Na gut, dann müssen wir jetzt... Das ist doch ein Höllenschiff. Das ist geil. Community ist uns eine Menge schuldig. Naja, also die haben schon so viele Therapiekosten und so, das muss man halt... Die tun sich das selber an. Ich habe niemanden gezwungen. Komme ich jetzt wieder nach... Oh. Boy. Erstmal noch das hier reinwerfen. Auch noch alles voll mit Zeug. Plastik ist halt super wichtig. Kann man immer gebrauchen. Echt? Wollen die denn Plastik haben oder was? Nee, aber die kann man verwerten halt gut. Aber ich hätte gerne auch das Gran-Upgrade. Aber da brauchen wir doch Liquids, oder nicht? Ja, ja, auch Liquids, aber auch Plastik und so. Oh, hier habe ich gerade wieder ein paar Liquids gefunden. Boah, alte E-Zigaretten habe ich hier ausgezurzelt. Oh, das ist auch so eine Umweltpest, die Dinger, ne? Das muss so grausam sein. Oh, aber Kinder lieben's, ne? Ich verstehe immer nicht, dass die aber auch komplett außerhalb jeglicher Diskussion sind. So, also... Lobbyismus mit China. Ja, ja. Das muss ja so... Das ist ja wirklich so dieses... Ja, wir müssen bei diesen Eikos-Dingern und so, da ist jetzt hier, da müssen wir Menthol verbieten und so, weil sonst könnten da Kinder leicht ans Rauchen geführt werden. Ja, Herr Minister, was ist denn mit den, mit diesen ganzen E11-Bad-Zigaretten und so? Wovon sprechen Sie? Weißt du, so? Ja, ja, kommen wir zu einem anderen Thema. Weißt du, so? Ja, aber was ist denn mit den Dingern? Die werden überall im Müll entsorgt, die explodieren ständig auf den Müllhalden und so. Und es ist übelst die Umweltpest, überall Einweg, Batterien und so ein Scheiß. Gut, anderes Thema, Geburtstag. Der Minister hat Geburtstag. Was ist... Ich verstehe das nicht, ne? Dass das so komplett gar nicht besprochen wird. So, dass da keiner... Ja, wo bin ich? Wir müssen gucken wegen diesen Lachgaskartuschen, dass das reguliert wird. Ja, aber was ist mit den Elfbar-Dingern? So, 12-Jährige sitzen da und puffen die und werden abhängig von Nikotin gemacht und so, weil das nach leckeren Sachen schmeckt und... Nun also, Lachgas, das war das Thema. Nee, richtig? Gut, okay. Weil, also es ist so, wird komplett wegignoriert, so. Komplett. Ja, weiß ich auch nicht, aber ich glaube, das ist ein riesiges China-Abkommen halt. In China sind die Dinger ja illegal. Das ist die Rache an Opium. Ja. Aber warte mal, ich hole jetzt erstmal das Ding hier. Der will einen Chahachay, hat er gesagt. Chahachay. 96 haben sie das eigentlich untersagt, ne? Also. Ja, normalerweise illegal, so ein trocken Chahachay. Also von oben nach unten ist halt einfach geiler, ne? Da kommst du viel geiler voran und... Ich muss nur mal gucken, wie wir bald den Strom wegkriegen, weil hier ist ja überall... Au. Hab ich noch eine Sprengi? Nee. Jetzt eine Sprengi reingedrückt. Oh, da war geiles Zeug drin. Oil. Guck da einfach, wo der Schalter ist. Das ist... Ah. Da war doch das Geräusch. Bams. Wenn du wollen, du finden. Hinten ist auch ein Schornstein, den können wir abbauen. Den muss man doch mal irgendwie so zersägen und dann holt ihr den doch schichtenweise mit dem Kran. Ja. Und den müssen wir uns auch mal kümmern. Den Bobbes. Ich frag mich halt, ist da noch Gas in den Rohren? Wie sehe ich das denn? Ja, du kannst das abdrehen unten, also musst du einfach dem Rohr folgen. Das führt mich ja nach oben zu dem Tank da. Weil hier oben war so ein Tank, den habe ich abgedreht. Da habe ich auch ein Achievement bekommen für, sie haben Gas abgedreht. Ist ein geiler Hecht.
Ja, und das eine Rohr hier, das geht dann nach unten, also hier irgendwo lang. Deswegen dachte ich, da wäre schon gar kein Gas mehr drauf. Ja, aber war volle Lotte Gas drauf. Wie holt man denn den? Kann man den abtransportieren lassen, oder? Keine Ahnung, also bei Strom sieht man ja, wo Strom drauf ist. Ich habe jetzt gerade wieder was abgestellt, dann sind die Funken ausgegangen. Ich habe das Gasding habe ich jetzt da oben schon mal. Oh ne, jetzt ist die Kiste da irgendwie. Das ist eine wertvolle Kiste. Alter, wie viel Zeug wir hier holen, ne? Ja, wir haben erst zwei kleine Etagen, so, ne? Ja, wir haben quasi noch nichts. Die Sitzung hat erst angefangen, Hans-Dieter. Ich schätze mal, dass man das auch irgendwo sehen kann, ob da Druck drauf ist. Ich meine, beim Strom sieht man es ja auch. Ja, irgendwo kann man das garantiert sehen, ja. Aber look at this, geil wie wir sind. Ja, ist mega nice. Haben wir schon echt was weggeschafft. Schon geil. Müssen wir mal gucken, das war halt das Ding hier, das musst du von innen zersägen. Aber hier britzelt noch was, ne? Ja, es gibt voll viele Stromteile. Gut, jetzt weiß ich nicht, ist das Britzelbug oder? Ja, das ist Britzelbug hier bei mir. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ihr kockt gerade alles weg. Na, mach doch erst oben. Ist doch schon. Nee, da ist doch noch eine dicke Wand. Du darfst am besten nie unter dir den Boden schlagen, sondern immer nur über dir die Decke. Weil dann kann nichts passieren. Ich hau jetzt hier das ganze Ding da weg. Wie gesagt, wir müssen dann hinten den Schornstein da rausrupfen. Hier spratzelt's noch, warte. Hier, warte. Ich habe auch noch einen gefunden. Ja, der Schornstein müssen wir jetzt halt wegmachen, nicht, dass der irgendwie einkracht und wir dann wie der gelackte Larry dastehen, ne? Warum sollte denn der Schornstein einkrachen? Da haben wir doch noch gar nichts. Ja doch, wenn du den Boden unter ihm wegmachst, ja, dann kracht er. Ja, aber dann ist es wieder so eine Gasleitung und dann sagst du wieder, oh, upsie. Ja, aber bestimmt nicht am Schornstein. Oh mein Gott, der ist voll buggy bei mir. Ich glitsch immer so aus der Textur raus. Ah gut, das kommt in den besten Texturenfamilien vor. Ja, aber in meiner Texturfamilie ist das sehr verpönt. Ich komme ja nicht rein. Jetzt bin ich wenigstens schon mal hier. Ja, ich werde ihn jetzt zersägen und abholen lassen. Da ist ja schon mal weg. Ja, ist so. Macht er direkt einen Chahache. So will ich das. Die Begriffe dieses Spiels haben sich so eingebürgert. Chahache, treffen uns am Handsome Park. Am Handsome Park bei Medihingi. Ja, ja, ich. Keine Ahnung, was mit den Leuten nicht stimmt. Ja, aber es ist. Wie reden die Kids heutzutage? Machen schönen Hello. Tun Sie das? Machen Sie das wirklich? Oder ist es nur Teil unseres merkwürdigen Trips? Ich weiß es nicht. Vielleicht befinden wir uns schon in dieser Klinik, von der wir vorhin gesprochen haben und wissen es nicht. Hat mir gesagt, fröhlich in Medihingi. Ich gehe rüber in den Handsome Park, willst du mitkommen? Und ich so, ja. Denkst du, ich darf da rein? Und er so, ja, klar. Geil, Mann. Das Ding ist schon weg. Das erquicket meine Seele.
denn hier noch alles dann? Chemikalien überall. Meine Hose ist voll mit Chemie. Chemie im Hühnerstall. Alter, dieses Schiff ist so irre, gestört, groß. Ja, aber irgendwie ist es auch geil. Also, ne, ich weiß nicht, es ist... Und man frisst sich da halt durch, ne? Man denkt sich, oh Gott, das wird grausam. Aber man denkt sich auch so, oh Gott, das könnte geil werden. Guck mal, hier ist doch... Das klingt nach wie Popo-Liebe. So, ist jetzt offen oder zu? Geht das... Ah, nee, ich habe hier ein Ventil geöffnet. Müsste jetzt gehen, das Gelbe hier. Weißt du, man muss dann auch erst leer räumen noch, ne? Also rein... Ja, man muss leer räumen. Und dann kann man sich so ein bisschen durch die Etage prügeln. Na, guck mal, die erste Queste ist schon ganz gut gefüllt. Also, keine Cola wird zufrieden sein. Oh, da. Die Folge ist auch rum, ne? Nur damit du Bescheid weißt. Hä? Jetzt brennt das hier, obwohl ich aber leer gemacht habe. Oh oh. Ja, ich sag ja, vorsichtig. Naja, aber ich hab's doch ausgemacht. Es kommen trotzdem Flammen raus. Ja, hab ich vorhin ja auch gesagt, dass ich das irgendwie ausgemacht habe und trotzdem... Oder haben wir es angemacht? Nee, oder? Keine Ahnung, aber die Folge ist vorbei, du hörst mir gar nicht zu. Ja, weil sie niemals vorbei ist, die Folge. Die Folge ist over. Ganz schön lame, sowas zu behaupten. Wir sind aber noch nicht mit dem Schiff fertig. Wie kann denn die Folge vorbei sein? Die 12-Stunden-Stream-Operation. Die 12-Stunden-Stream-Operation. Hä? Hier soll ich noch irgend... Ach so. Das ist ja riesig. Ich dachte, das wären einzelne Stücke. Ja, nee, jetzt hören wir auf. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, Leute. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Tschüss.